Wir haben mir erzählt, wer die neue Visierer ist. Wir haben mir erzählt, dass wir den Malma angehen wollen. Wir haben mir vielleicht versprochen, wenn der Malma tot ist, könnte sie ihn haben. Natürlich haben wir keinerlei Intention, diese Ansage einzuhalten. Aber ich denke auch nicht, dass die Frau noch so lange lebt. Nichtsdestotrotz ist sie ortskundig und kann uns helfen. Dieser Haran war unverschämt, aber erfrischend normal, findet ihr nicht? Mir scheint, das wäre eine Falle. Dieses Pferd könnte sonst was sein. Er hat uns wichtige Informationen mitgegeben, vor allem das mit dem Hafen. Er kennt seinen Platz noch nicht. Naja, aber so ein Pferd, Sulamin, seien wir mal ehrlich, das ist für dich doch ein Klacks. Er schien dir wild. Ihr werdet herausfinden, Voltax, dass ein Pferd seltenst ein Pferd ist. Vielleicht bekommen wir unseren Shadifried doch noch. Aber eigentlich... Das könnte auch Menschenkenntnis auf ihn würfeln? Klar, Menschenkenntnis. Fekina als Kultur. Was wolltest du herausfinden? Ob er dich verraten will? Ja. Oder ob er seine Intentionen einfach klar gesagt hat, so wie es den Anschein hat. Kannst du gerne mal würfeln. Kulturkunde Fekina habe ich nicht. Zählt meine Talentspezialisierung Sehnsüchte erkennen, weil ich herausfinden möchte, was er will? Ja. Ich glaube, seine Sehnsucht hat er hier ganz einfach vor sich hergetragen. Doch, finde ich trotzdem gut, ja. In die Box, oder? Ja, in die Box. Die Sehnsüchte hat er offen hergetragen, also er findet dich unglaublich hübsch, trotzdem bist du weiblich und dementsprechend verachtenswert. Er will dich in sein Harem aufnehmen, vor allem, weil er aktuell auch keine Frauen hat. Das ist wohl sein größtes Problem. Er will dich nicht betrügen, er will herausfinden, ob du tatsächlich die Prophetin von Raya bist. Und das mit dem Pferd, dem unreitbaren Pferd, war wohl nicht gelogen. Und wenn du es reiten bzw. zähmen könntest, wenn du als Pferdeflüsterin das Ganze beugen könntest, dann wird er sich dir ohne zu murren anschließen. Ich weiß nicht, was das mit diesem Pferd soll, aber Pferde spielen für ihre Kultur eine große Rolle. Also, und es ist wirklich nicht so viel verlangt. Ich würde gerne herausfinden, was mit diesem Tier ist. Allein schon, weil meine Göttin ein besonderes Interesse an diesen Geschöpfen hat. Woher kam der Mann denn? Er hatte über Rashtula gesprochen, aber wie Novadi sah er mir nicht aus. Viel zu wild. Nun, er ist ein Fekina. Das sind unsere Vorfahren, in gewisser Weise. Wisst ihr, die ersten Tulaminen kamen aus dem Rashtulswall, aus dem Hochgebirge. Sie konnten nicht in die Täler, weil dort damals noch die großen Echsenrassen herrschten. Aber Hex verriet ihnen, dass die Echsenmenschen im Dunkel der Nacht wehrlos sind, weil sie steif werden in der Kälte und sich nicht mehr wehren können. Und ja, so zogen die ersten Tulaminen in die Täler und ermordeten die Echsenmenschen im Schlaf. Das sind schöne Geschichten. Nun, und das waren die Leute, die dann meine Heimatstadt gründeten. Fasar. Und mit der Zeit drängten sie die Echsenvölker immer weiter zurück. Und ja, also eigentlich waren das die Zwerge, aber das müssen wir jetzt nicht beitreten. Natürlich hatten wir Unterstützung, Voltax. Man braucht immer Freunde. Das ist richtig. Ja, wo wir gerade von Freunden sprechen, ich hab da noch 22 im Hof liegen. Kann ich mich jetzt endlich um die kümmern? Definiert kümmern. Na, sie hinrichten. Nun, erst muss die Visierer ihr Urteil sprechen über sie. Und wir sollten vielleicht erst mit den Leuten reden. Es könnte sich herausstellen, dass sie nicht gar so wahnsinnig sind wie der Rest. Vielleicht sind sie brauchbar. Naja, lass zwei am Leben. Naja, er sagt allen, dass man sich jetzt hinrichtet und offenbart ihnen dann die Gelegenheit, falls noch jemand was zu sagen hat, sich zu melden. Er tut ja so, als hättet ihr noch nie Leute hingerichtet. Unter den richtigen Umständen kriegen wir sicher auch aus ihnen heraus, wo sich diese Anführerin ihrer Bande aufhält oder in welchem Viertel sie stationiert sind.
Sulamin, ihr wollt vielleicht bedenken, Gnade walten zu lassen und die Männer stattdessen zur Zwangsarbeit einzuspannen. Rauchen könnt ihr Salamar, wenn ihr die Stadt nicht, wie es eigentlich sein sollte, vernichten wollt. Das ist eine schlechte Idee, Alan. Und warum diesmal, Boltax? Naja, erstens, es ist deine Idee und zweitens... Halt die Klappe! Und zweitens bricht das gegen jeden klaren Gedanken in unserem Stamm. Dein Stamm ist mir doch scheißegal! Das ist Rafims Stamm. Rafim, willst du das mit Alan klären? Greifenmund, was ist euer verficktes Problem? Jetzt mal wirklich. Die Männer sind mutig hierhin marschiert, haben ihr mutig gekämpft, sind mutig gestorben. Mein Problem ist, dass deine Männer sich wie gottlose Wilde benehmen. Ja. Und wenn du eines Tages unglücklicherweise von einer Brücke fällst oder sonst was, kann sie niemand kontrollieren. Auch nicht Boltax. Ja, habt ihr Männer mitgebracht? Mit Absicht nicht. Ja, habt ihr Männer mitgebracht, die in den Tod marschieren würden? Nein. Nur beschweren könnt ihr euch, dass meine Männer, euch nicht göttergefällig genug sind. Entweder bringt ihr eigene Männer mit oder lernt die Schnauze zu halten. Dass ihr wohl auf den Meter rankommt. Mein Freund, Herr, ich stelle dir auch direkt ins Gesicht. So, Visiere. Dass ich überhaupt lebendige Gefangene gemacht habe, war in der festen Annahme, dass wir sie natürlich hinrichten werden. Die Männer haben wissentlich mit Gift Geweihte der 12 Götter angegriffen. Und wenn ihr mir jetzt wirklich erklären wollt, dass Zwangsarbeit die Antwort darauf ist, können wir hier auch gleich wieder rausmarschieren, weil dann nehmen die euch hier niemals ernst. Also, ich möchte, dass in dieser Stadt wieder Recht und Ordnung einkehren. Und in Aranien gilt seit der aranischen Unabhängigkeit wieder der Codex Nasori. Dieser sieht in den allermeisten Fällen Zwangsarbeit vor. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Fall, den wir hier haben, das 1% sein könnte, wo auch der Codex Nasori sagt, dass die Grenze erreicht ist. Ich stimme ja dann zu, dass wir Arbeitskräfte gebrauchen könnten. Aber Sklaven müssen verpflegt werden und Sklaven, die eben noch einen Mord versucht haben, müssen auch sehr engmaschig bewacht werden. Ich glaube, um überhaupt erst einmal dahin zu kommen, dass wir hier irgendetwas wieder aufbauen könnten, ist es wichtiger, zuerst ein Exempel zu statuieren. Wenn ihr davor noch irgendetwas von ihnen über ihre Anführerin erfahren könnt, gerne. Ich möchte aber nicht, dass sie samt und sonders gefoltert werden als Strafe für ihr Verbrechen, denn das wäre gegen das Gesetz. Aber ich denke, im Rahmen der Wahrheitsfindung und um weitere Verbrechen zu verhindern, sollten wir versuchen herauszufinden, was wir herausfinden können. Wie soll die Strafe vollzogen werden? Tod durch den Strang? Tod durch das Schwert? Einen Tod durch das Schwert haben sie nicht verdient, oder? Die althergebrachte Methode wäre tatsächlich der Strick. Oder wenn ihr ihnen wohl die Frevelei anlassen wollt, der Scheiterhaufen. Nun, es gibt in ultraluminischen Bräuchen noch die Strangulierung bis zum Tod. Sie werden gewürgt mit einem großen Seil, das um ihren Hals gelegt wird, und sie werden entdrosselt. Ich denke, das Letzte, was diese Stadt braucht, ist noch mehr ultraluminische Relikte. Nun, es würde ein Zeichen setzen für die Stärke der Visiere. Ich denke, die Trollzacker könnten sie mit bloßen Händen erwürgen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, die Leichen zur Abschreckung auf der Brücke auszustellen, aber ich glaube, dass wir das in dieser Stadt nicht tun sollten. Die werden sich keine Stunde lang da halten, bis sie weg sind. Ja, es wird besser sein, ein großes Feuer an der Kreuzung, wo es passiert ist, zu entzünden und die Leichen zu verbrennen. Damit sie nicht wiederkehren. Diese Leichen hier zu finden, anstatt wirklich davon abgeschreckt zu sein. Deswegen verbrennen wir sie. Habt ihr euch die Menschen hier in der Stadt schon näher angeschaut? Während ich und Jalan unterwegs waren, haben wir welche mit komischen Malen entdeckt. Ausformungen, die eigentlich nur Fische haben an Hälsen. Diese
intim. Ich weiß nicht, ob sie darüber atmen oder ob das nur ein Dämonenmal ist, aber sehr viele in dieser Stadt hatten diese Male. Vielleicht auch einige von ihnen. Das solltet ihr überprüfen. Ich hatte das mit den Froschmenschen eigentlich so auf Verdacht gesagt, aber wenn es schon die normale Bevölkerung erfasst hat, dann ist es noch schlimmer, als ich gedacht hatte. Villa Marix Fuchsecker kommt mit ihrer Armbrust in der Hand zu euch und nickt euch zu. Verzeihung, ich weiß nicht, ob das jetzt sowas wie eine Offiziersbesprechung ist und ob ich da mitmachen kann und darf, aber wir haben draußen auf dem Marktplatz jetzt einige von diesen, was sind das, Schlachtern, Fleischern? Die stehen da draußen im Nebel und warten. Ja, warte mal 5 Minuten, gehen wir wieder raus. Okay. Wir müssen noch was zu Ende besprechen. Okay, ich wollte so sagen, ciao. Ja, so, wie soll ich sie jetzt hinrichten? Kurz und schmerzlos, aber auf eine Art und Weise, wie sie für normale Menschen gedacht ist. Das Schwert steht auch in Aranien dem Adel zu. Ich werde sie hängen. Gut, dann kann ich in eurem Namen das Urteil aussprechen oder wollt ihr das selber machen? Ich denke, ich tue das selber. Na, wunderbar. Ihr solltet dieses Amt vielleicht Rafim überlassen als Motorbahn, als Vollstrecker der Visierer. Gut, dann soll ich das erste Mal, dass ich ein Richter bin. Und gesprochen habt, das Urteil ja bereits am Paris hat gehört. Er ist nun verrichtet. Nichts ist Kursarbeit. Gebt ihnen Zeit, ihren Frieden mit den Göttern zu machen. Eine Stunde sollte genügen. Naja, ich muss ja auch die Stricke noch knüpfen, also das wird schon passen. Und? Da könnt ihr euch ja mit den Fleischern unterhalten und ich gebe euch ein paar Trollzacker mit, damit ihr nicht abgestochen werdet. Danke. Und zu Lamin, ich schätze, es ist Zeit für eure erste Audienz als Visierer. Hat jemand einen Stuhl gesehen? Einen Thron vielleicht? Irgendwo muss doch noch was zu finden sein. Hat der Palast sowas wie einen Thronsaal, Audienzsaal? Nee, also oben kannst du, wie gesagt, viele Schlafräume finden, aber sowas wie einen Thronsaal gibt es nicht. Höchstens sowas wie ein Wohn- und Badezimmerbereich, also Wohnzimmer mit einer Abtrennwand und einem Zuber dahinter. Also einen Thron hast du hier nicht, nein. Es gibt wohl eine Eingangshalle, oder? Ich denke, wir könnten Leute im Atrium empfangen, aber wir wollen sie nicht hier drin haben. Also was du machen könntest, wäre, wenn die Gäste dann im Hof warten und du oben auf dem Balkon stehst. Das würde gehen. Ja, das gefällt mir. Ähnlich wie das Palligan gemacht hatte, als ihr in Gareth wart. Gut, dann machen wir das so. Yalan, ihr begleitet mich. Ihr habt mit ihr schließlich gesprochen. Selbstverständlich. Und ich denke, Diamantis sollte auch mitkommen. Natürlich. Bestimmt, verstrebt einen äußerst unangenehmen Geruch, aber... Na, ich werde mich sicher nicht davon drücken. Ja, kurze Zeit später steht ihr oben auf dem Balkon, auf der Balustrade und könnt sehen, wie dann die Metzgerin Ferishuni reingebeten wird und dann gemeinsam mit ihren Lehrlingen, die dann draußen gehalten werden von den Trollzackern, kann sie dann alleine reintreten, auch wenn es ihr selber nicht gefällt. Steht sie dann dort mit ihrer breiten, dicken Masse, nicht richtig muskulös, aber also sie ist voluminös, ja schon. Vielleicht auch durch dieses Menschenfleisch aufgedunsen, schaut sie sich so ein bisschen aus fast farblosen Augen an. Ganz blind ist sie wohl nicht, aber guckt nach oben und deutet eine Verbeugung an. Visira? Chor zum Gruß. Ihr grüßt mit dem Schlachtenbringer? Wir haben überlegt, wen wir sonst nehmen sollen und da war keiner mehr. Immerhin halten wir die Götter noch hoch. Das tun andere nicht. Nun, Boron wohl nicht, oder? Wir benutzen das, was die Gefallenen uns hinterlassen. Wisst ihr, man kommt hier schlecht aus der Stadt raus. Ich würde gerne mal wieder Reis oder sowas essen, aber schwierig dieser Tage. Wieso kommt man schlecht aus der Stadt raus? Das ist ein verfluchtes Labyrinth. Ist euch das nicht aufgefallen? Wir haben uns an die Hauptstraße gehalten.
Es ist schwer, sich hier zurechtzufinden, glaubt der Frau euch. Ihr seid aber genau hier hingekommen, das Zentrum von Janka. Ihr findet jeder hin. Wenn man sich verläuft und immer geradeaus geht, werdet ihr immer in Richtung des Blauen Palastes gehen. Das ist also keine Leistung gewesen. Aber hier rauszukommen, ist ein verflixtes Labyrinth. Wenn ihr euch also umdrehen würdet und immer geradeaus gehen, dann würdet ihr nicht im Westen aus der Stadt kommen? So einfach ist das hier nicht. Der verfluchte Nebel, er verschlingt die Realität. Merkt ihr nicht diese Szene im Bauch zum Hafen raus? Irgendwas ist hier passiert, aber wir werden nicht zum Hafen gehen. Ihr wollt mir also sagen, dass ihr aus Not handelt? Ja, aus Not. Aus Hunger. Wenn also dieser Zustand enden würde, dann würde auch euer Treiben ein Ende finden? Bestimmt. Glaube ich ihr das? Menschenkenntnis. In die Box. Herr Buron sieht keine Ausnahmen vor für die Leichenschändung. Auch nicht in solch bitteren Zeiten. Ja, also wer einmal von Menschenfleisch gekostet hat, dessen Seele ist sicherlich verloren. Da machen die Götter wohl keine Ausnahme, es sei denn, die werden jetzt durch göttliches Wunder errettet. Und du meinst doch sowas wie Zittern zu erkennen. Also sie ist körperlich auch schon abhängig vom Menschenfleisch. Auch wenn sie gerne würde, aber sie ist einfach verloren. Gut, das heißt, ich sehe einfach eine sehr erbärmliche Kreatur. Ja. Und Zulamin meint dann zu ihr, nun, wenn ihr das Ende dieses Zustandes herbeisehnt, was also könnt ihr mir sagen, das mir helfen würde, den Malma draußen in der Bucht zu töten? Er ist unbesiegbar, glaube ich. Wir trauen uns nicht zum Hafen, wir haben es versucht, einige Male. Wir haben auch gesehen, wie andere Kulte bzw. Banden es versucht haben. Die Männer von Stierbjorn, sie hatten wohl die meisten Erfolge, sind dann aber auch verloren gegangen und sind jetzt mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nereide hat es auch versucht, Olim hat es versucht, Jara hat es ebenso versucht. Wir haben es alle versucht, aber der Kult des Malma ist zu groß und zu stark. Ich glaube, sie sind mittlerweile 300. Und es ist verzweifelt. Sie sitzen im Herzen eines Unheiligtums. Davon verstehe ich nichts. Und selbst wenn man die Kultisten besiegt hat, dann ist da immer noch ein unbesiegbares Monstrum aus der Niederhöllen. Ich kann verstehen, dass ihr den Versuch aufgegeben habt. Da kommt ja auch keiner. Oron ist gefallen und Demione hat eine der Visierer zerreißen lassen. Das war ganz am Anfang. Dann tauchte der Malma auf. Es machte einmal plopp und wir wussten, dass irgendetwas fehlte vom Meeresboden. Und dann haben wir festgestellt, dass sich dieser Nebel nicht mehr verzog. Selbst wenn es regnet, der Nebel ist immer da. Alles, was wir haben, ist das, was wir über den Hafen bekommen von Schmugglern. Aber durch die Stadttore rein und raus marschieren, also rein geht, aber raus, ihr seid genauso verloren wie wir. Wir machen euch sicherlich gute Angebote, wenn euch das Essen ausgegangen ist und ihr auf Fleisch angewiesen seid. Wir können euch am Anfang noch ein paar Hunde geben, die sind aber teures Gut mittlerweile. Hunde und Katzen. Wenn es wirklich stimmt, dass wir nicht aus der Stadt herauskommen, kann es sein, dass wir ein solches Angebot annehmen müssen. Ich werde kein Menschenfleisch essen. Den Hund, Avelmir, nicht den Mensch. Wir machen euch kein gutes Angebot. Ich will auch kein Hund essen. Ihr habt gegen Nereida gekämpft. Ihr seid Götter, gute Menschen. Könnt ihr mir sagen, warum Nereida uns angegriffen hat, wenn sie selbst versucht hat, gegen die Kultisten vorzugehen? Sie hat Probleme mit allen anderen Banden. Sie hat mittlerweile aufgegeben, genauso wie wir, die Kultisten zu überfallen und will sich jetzt größere Stücke aus der Stadt daraus schneiden. Und wenn ihr jetzt hier als Agahi auftaucht und den Palast verwalten wollt, dann wird sie einen großen Teil wieder verlieren, der ihr einst gehörte. Außerdem hat sie vielleicht Angst, dass sie euch mit anderen verbündet. Wer sind diese anderen, die ihr noch erwähnt habt? Olim höre ich zum ersten Mal. Olim Ibn Gaftar, das ist ein Obsthändler.
Aber hier gibt's kein Obst mehr. Er hat eine kleine Bürgerwehr ausgehoben. Ehemals um die Bürger zu beschützen vor den anderen Banden, also vor uns. Und naja, mittlerweile erpresst er eher Schutzgeld. Wie viele sind sie? Ich glaube 30, nicht viele. Auch nicht gut ausgebildet. Sie halten ihr Lager. Es ist kleiner geworden, aber mittlerweile wissen sie wohl, wie sie aus den Schatten kämpfen. Sehen mal die anderen an. Fallen euch noch Fragen ein? Nun, ein Vorschlag, wenn ihr wollt. Vielleicht lässt sich über die Frauen Kontakt zu einem oder anderen dieser anderen Banden herstellen. Ansonsten scheinen wir keine Verwendung mehr für sie zu haben. Habt ihr gute Beziehungen zu einigen dieser anderen? Oder steht ihr im Krieg mit allen? Ich habe mit keinem irgendwelche Friedensverträge oder Waffenstillstände. Fleisch ist Fleisch. Aber jemand muss doch euer Fleisch kaufen. Verkauft ihr ihnen welches? Wovon leben sie? Nicht jeder gehört zu diesen Banden. Ich glaube, wir haben hier einige, die noch darauf angewiesen sind. Die kaufen bei allen. Bei mir das Fleisch, bei den anderen die Drogen. Bei wieder anderen dann Schutz. Wo sitzen die Torwaler? Denn im Hafen können sie ja wohl nicht mehr sein. Direkt gegenüber von euch. In einem kleinen Palast. Naja, Palast wohl nicht mehr. Es ist ein Loch. Aber sie nennen es Palast. Ihr sagtet, es sind etwa 300 Kultisten hier in der Stadt. Das würde heißen, etwa jeder sechste oder siebte ist ein Kultist. Geht mal bei Nacht an den Hafen. Das Wasser wimmelt und zuckt. Und pulsiert. Kann man sie erkennen, diese Kultisten? Tagsüber nicht. Aber wenn sie in Richtung des Hafens gehen, zu ihren Ritualplätzen, dann ziehen sie sich oben an. Was ist mit den Bürgern dieser Stadt? Warum haben die Male an den Hälsen, Kiemen an den Hälsen? Sind das alle diese Kultisten oder was kann man von denen erwarten? Der Segen von Kalkzul. Nennt diesen Namen nicht. Sie zuckt mit den Schultern. Sie sind trotzdem gesegnet. Es wächst seit einiger Zeit. Seitdem dem Jona hier war, wächst es an den Hälsen. Und wenn sie älter werden, dann verlieren sie die Fähigkeit zu gehen. Diejenigen, die heilig sind, sogar schon im Kindesalter. Sie gehen dann irgendwann ins Wasser. Die sind die Brut. Die dunklen Tochter. Ihr habt den Verstand verloren, dass ihr sowas als heilig bezeichnet. Das kann sein, das bestreite ich gar nicht. Aber ihr könnt nicht verneinen, dass ihre Macht hier sehr groß ist. Uega! Nun, Salamin, was denkt ihr? Sie hat mich auch berufen. Seht ihr am Hals? Sieht man Kiemen? Wülste. Wie wir uns um sie kümmern müssen. Jetzt? Nicht jetzt, später. Sie hat uns viel gesagt. Die eine oder andere Weise, sie wird auftauchen, wo auch immer die nächsten Leichen sind. Vielleicht können wir ihr mit den ehemaligen Gefangenen hinterherlegen. Ich habe das Gefühl, egal wo die nächsten Leichen sind, da werden wir so oder so schon gewesen sein. Und dann werden wir uns der Kultisten in der Stadt annehmen müssen. Ja, nun haben wir noch Fragen. Ansonsten werden wir die Frau wohl am besten entlassen. Von meiner Seite aus nicht. Ihr habt uns wahr und treu geantwortet und eurer Wesire einen großen Dienst erwiesen. Ihr seid entlassen. Wacker. Sie dreht sich um und geht. Diese Frau ist verloren. Sobald wir die Stadt verlassen, sollte sie tot sein. Wo ist die Frau verloren? Das wussten wir schon in dem ersten Moment, dass sie auf diesen Marktplatz trat. Aber wir können uns unsere Bettgenossen wohl gerade nicht allzu empfindlich aussuchen. Nichtsdestotrotz. Ja, ich dachte, ihr habt recht und... Wenn ihr geneigt seid, sie loszuwerden, ich schlage tatsächlich vor, dass wir mit Rafims Hingerichteten eine Falle legen. Wir sollten sie tatsächlich an der Brücke aufknüpfen und wenn sie und ihre Gehilfen kommen, können wir sie von links und rechts anklemmen.
Ich möchte noch eins sagen. Mir behagt es nicht. Im Moment, mir behagt es nicht, die Leichen am Wasser zu haben. Aber ja, prinzipiell. Was sagte dir Abel mir? Sie sprach einen Namen aus. Ich möchte ihn nicht wiederholen. Es ist ein altes Synonym für die tiefe Tochter. Können wir ihr vertrauen? Ist sie nicht auch eine Verräterin? Und im Bunde mit den Kultisten? Natürlich können wir ihr nicht vertrauen. Aber so wie sie schien, scheint sie doch nur eine verlorene Seele in dieser Stadt zu sein. Und nichts Größeres. Was auch immer am Ende aus der Sache herauskam, sie hat uns mehr über das örtliche Machtgefüge verraten können, als alle anderen zusammen bis jetzt. Das mit den Torwallen ist eine wichtige Information. Die sind wohl anscheinend sehr nah. Sind sehr nah und sie haben offenbar die Seeschlange zu ihrem Wappentier erwählt. Wenn ich mich nicht täusche, sehen die Torwaller die Seeschlange als... Abelmir, ihr kennt das besser, als gleich mit der tiefen Tochter an? Sie nennen es Ranga, ein Begriff, der aus dem Exischen stammt. Es bedeutet so viel wie Ehrwürdiger oder Gott, wenn ihr so wollt. Ich glaube nicht, dass ihr eine Seeschlange als Gott verehren. Es ist der Widersacher ihres Gottes, und ihres genau ursprünglichen Glaubens. Genau das meine ich, ja. Wenn die Seeschlange bei ihnen ein Bild für... Nee, ihr wisst schon, wen ist. Warum sollten sie sich auf den Schild malen? Wenn sie nicht selbst übergelaufen sind. Genau. Wir sollten trotzdem mit ihnen reden. Ja, aber es ist entmutigend, denn bisher schien es so, als hätten sie das allergrößte Interesse daran, dass der Maimer besiegt wird. Aber wenn sie sich jetzt schon die Seeschlange auf ihre Schilde malen... Und wir wissen es nicht, ob es eine Seeschlange ist. Diamantas und ich trafen im Hafen auf zwei, zumindest augenscheinliche Elferpriesterinnen. Das... Ich war... weiß nicht, ob uns der Augenschein uns da nicht getrübt hat. Sie sehen mir nicht wirklich offenherzig. Möglich. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht versuchen, diese noch einmal aufzusuchen. Nur für den Fall der Fälle, dass sie nicht... Und wahnsinnig werden sie wohl sein, aber dass sie nicht gefallen sind. Wir konnten uns keinen weiteren Eindruck über sie machen. Sulamin, denn dann haben wir schon den Kampflärm gehört und sind zu euch geeilt. Ja, und die eine sprang auf unser Ansprechen herin in die Bucht und verwandelte sich in einen Delfin. Vielleicht werden sie Delfin, wirklich? Es sah aus wie ein Delfin. Kann ich da nachträglich eine Tekunde drauf würfeln? Kannst du machen. Vermutlich nicht gut, aber... Oh,